Ja, dann möchte ich Sie alle recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen nach der Bayernliga-Partie, dem ersten Rückrundenspiel zwischen Buchloe und Lindau. Ich möchte beide Trainer willkommen heißen, Gästetrainer Robert Buchwieser und Piratencoach Norbert Zabel. Buchwieser, Glückwunsch zum Auswärtssieg, ein klares 5:0 am Ende, ein sehr souveräner, abgeklärter Auftritt Ihrer Mannschaft. Ich denke, Sie sind relativ zufrieden mit dem Spiel Ihrer Mannschaft oder gibt es irgendwas auszusetzen? Ich bin sehr zufrieden. Es war halt eigentlich in der Saison die stärkste Leistung, die wir abgeliefert haben. Also das erste Spiel gegen Buchloe, ich komme jetzt nicht mit dem Vergleich, im ersten Spiel ist uns alles ausgelaufen. Da haben wir dann 3-4, glaube ich, schnell die Tore geschossen und dann ist es einfach. Das war halt nicht der Fall, sondern wir haben 1-0, glaube ich, geführt nach dem ersten Drittel. Aber trotzdem absolut alle drei rein und unsere Linie und Halten taktisch und auch defensiv. Und ja, so haben wir halt verdient gewonnen. Ein Kompliment an meine Mannschaft, das gespielt hat und voll gewonnen. Es geht jetzt auch mit den Ergebnissen auf, das haben wir am Anfang nicht ganz so gestimmt, die Leistung auch teilweise schon. Unsere Unterzahl war einer sehr gut, haben wir relativ viel Zeit gehabt, das zu trainieren. Ja, muss ich sagen, freut mich auch im Bett halt, den Shoutout, da war ja ganz stark. Und ich muss sagen, ja, kann man selten sagen, aber halt, denke ich, muss ich sagen. Wenn wir am Freitag notgedrungen pausieren mussten, heute der Auftritt gegen Lindau, am Ende kein Tor geschossen. Gestern Trainer hat es gerade angesprochen, relativ viel Überzahl gehabt, 12 Strafzeiten, auch kein Tor umgesprungen. Sicher ein Knackpunkt heute im Spiel. Da gab es noch weitere Regelungen, die zu doch deutlichen Angelegenheiten. Ja, ich sehe es nicht ganz so. Also ich habe jetzt Lindau nicht so überragend gesehen, ich habe einen mit uns gerade schlecht gesehen. Und wenn du jetzt überhaupt nicht schlecht spielst, dann verlierst du halt 5-0. Und wenn du in diesen vielen Überzahlspielen kein Tor machst, dann kommt so ein Ergebnis zustande. Aber das wie man da auftritt, da habe ich kein Verständnis mehr dafür. Ich habe auch die Schnauze voll, dass ich jedes Wochenende wieder bei Null loslege. Wir labern und labern und labern und die Jungs wissen, wie hart sie arbeiten müssen, dass sie überhaupt eine Chance haben, mitzuspielen. Und dann gehen wir ins nächste Wochenende hinein und dann ist wieder alles. Eigentlich alles wieder vorbei. Da arbeitet man zu wenig, man hält sich an nichts mehr und das ärgert mich bodenlos und echt, das macht keinen Spaß. Wenn man jedes Mal wieder bei Null anfängt und ja, das ist frustrierend wirklich. Für mich ist das frustrierend. Wir versuchen alles unter der Woche. Wir haben es gerade in der Kabine gesagt, egal ob man mit ihnen gut umgeht, ob man mal härter mit ihnen wird oder ob man mal ganz streng wird. Irgendwo ist es immer gleich und das ist so frustrierend für uns zu sehen, dass du jedes Mal wieder von Null loslegst und naja, wir scheitern nicht immer am Gegner, wenn der Gegner so stark ist, sondern wir einfach zu blöd sind und schnell den Spiel nicht, das Spiel nicht annehmen, den Kampf nicht annehmen und dann hast du als Buchler-Mannschaft keine Chance. Und wenn sie es weitermachen, ja, dann werden sie sehen, wo sie dann am Ende stehen und ab und zu mal so ein Spiel wie letzte Woche gegen Memmingen. Ich weiß nicht, wenn das für Sie ausreichend ist, wenn Sie sich daran freuen über ein paar Wochen, okay, für mich reicht es nicht und für Florian sicher auch nicht, aber wir werden sich nicht leiden. Vielleicht an beide Trainer die Frage, es gab eine Szene mit in das Spiel von uns und ist die Minute, Stefan Horeber hat da kurzzeitig mal raus müssen, weiß nicht, wenn Ihnen beiden niemand dazu was sagen möchte. Der ist aus dem Tor rausgefahren und der Lindauer-Spieler ist draufgefahren und ist dann unglücklich dann hingefallen und gibt eine Strafe, so wie es passiert ist, und dann sehr blöd verletzt und das war's. Dann die Frage an die Lindauer noch. Ihr habt ja den Start, war eher durchwachsen, gab durchaus so eine Hoch mal tief. Jetzt die letzten Spiele seid ihr eigentlich ganz gut wieder in Fahrt gekommen. Momentan in der Tabelle 4. Platz. Ein Punkt Rückstand auf Platz 2, habt glaube ich auch noch ein Spiel weniger. Wie bewerten Sie jetzt, nachdem es heute der erste Rückrundenspieltag ist, jetzt die abgelaufenen? Ja, dieser Jamal ist schon festgestellt. Wir haben eigentlich oft gut gespielt, aber ja, die Ergebnisse waren halt nicht ganz befriedigend. Aber wir haben uns nicht verrückt gemacht. Wir haben nicht gedacht, dass wir jetzt jeden Gegner zersägen und wir am ersten sind nach der Frage. Unser Anspruch, wir sind letztes Jahr Meister geworden, okay, wir waren die beste Playoff-Mannschaft, aber wir waren letztes Jahr nach der Vorrunde 5., nach der Zwischenrunde 4., also es ist bei uns niemand davon ausgegangen, dass wir jetzt
dass wir jetzt gleich wieder Erster sind, also 10 Punkte Vorsprung, sondern wir sind absolut im Soll. Wir sind jetzt, Vierter, haben nur ein Spiel weniger. Die Ergebnisse haben wir jetzt auch schon, wir haben uns 4 Spiele in Folge gewonnen. Wir machen unser Ding und schauen dann, was am Ende dabei rausgeht. Es sind viele starke Mannschaften neu in der Liga. Es wird schwer, aber Meister werden wird immer schwer. Ja, nach den Worten gerade träume ich die Frage gar nicht zu stellen. Jetzt stehen 3 schwere Auswärtsspiele an. Bisher haben wir in der Fremde noch nicht allzu viel gewonnen. Was stört sich vielleicht dennoch positiv, dass der ein oder andere Punkt am nächsten Wochenende rausspringen? Wir werden sicher am Dienstag wieder ganz normal trainieren und sicher wieder hart. Und so sinnvoll ist dann irgendwie geht trainieren und dann probieren wir es natürlich auswärts. Aber ich sehe dieses Jahr auch keinen Unterschied zwischen. Wir hatten mal hier ein paar Jahre, da waren wir relativ heimstark und auswärts ging es einigermaßen. Dieses Jahr ist es halt schwierig. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche den Gästen alles Gute, wenn sie dann nach Hause weg für die letzten Spiele, für die Rückrunde. Sind schon richtig. Alles Gute, ja, Heimspiel ist erst wieder in 2 Wochen das nächste. Wie gesagt, 3 Auswärtsspiele jetzt in Folge. Alles Weitere auf der Homepage. Ansonsten ein schönes Wochenende noch, eine gute neue Woche. Vielen Dank.